Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung, die uns mit freiheitlichen politischen Systemen näher vertraut machen soll und damit, was wir über die Funktionsweise politischer Systeme dann herausfinden, wenn wir nicht auf nur ein einziges politisches System blicken, sondern im Vergleich auf verschiedene. Der Gedankengang, den wir durcharbeiten werden, sieht im Wesentlichen so aus: In allen politischen Systemen gibt es bestimmte Grundmechanismen, etwa den Mehrheitsmechanismus, den Wiederwahlmechanismus und dergleichen mehr. All das finden Sie in einem gesonderten Foliensatz ausführlich behandelt. Hier haben wir viele schon im Basismodul besprochen. Dazu werde ich mich immer nur dann äußern, wenn wir für unseren weiteren Gedankengang auf derartige Dinge einzugehen haben. Diesen Grundmechanismus vom Mehrheitsmechanismus über den Wiederwahlmechanismus bis zum Koalitionsmechanismus, über Steuerungsmechanismus und was es da noch für schöne Mechanismen gibt. All diesen institutionellen Mechanismen liegen bestimmte Dinge zugrunde. Das, was zutiefst zugrunde liegt, ist sozusagen die Software, mit der wir Menschen geliefert werden. Das sind angeborene menschliche Verhaltenskompetenzen. Es ist nicht mehr so, als ob man eine philosophische Diskussion darüber führen müsste, ob Menschen sozusagen wie weiße Blätter Papier zur Welt kämen und die Gesellschaft schreibt auf diese weißen Blätter, was immer sie will. Ganz im Gegenteil, ein großer Teil dessen, wie wir denken, fühlen, die Welt wahrnehmen, uns in ihr bewegen, ist uns angeboren. Ein großer, inzwischen mehr und mehr in den Vordergrund überhaupt sozialwissenschaftlichen Denkens tretender Forschungskomplex behandelt alles das, das ist die Soziobiologie, die Humanethologie, alles Teile der Evolutionsforschung oder der Evolutionspsychologie. Über all das gibt es umfangreiche, außerordentlich nützliche Literatur, die Sie unschwer finden, und von all dem werde ich im Laufe der Vorlesung nicht sprechen. Es wird höchstens darauf Bezug genommen, wenn wir etwa erwähnen, dass jeder der großen philosophischen Denker so etwas wie Annahmen über die Natur des Menschen getroffen hat. Manche von denen richtig, manche falsch. Und wie gesagt, wir müssen heutzutage nicht mehr raten, was stimmt. Wir wissen vieles inzwischen und sogar ziemlich genau. Ferner liegt allem menschlichen Verhalten und dem regelmäßigen Verhalten, das überhaupt erst Politik zu einem halbwegs erwartbaren und bewusst steuerbaren Geschäft macht, all dem liegen Handlungsrahmen zugrunde, also Umstände, auf deren so und nicht anderes Bestehen man sich verlässt. Handlungsrahmen, die Erwartungssicherheit stiften, die einem sagen, das wird passieren, wenn ich mich so verhalte. Oder das muss ich nicht befürchten, wenn ich mich so verhalte. Und genau diese Handlungsrahmen ergeben sich dann, wenn in einer Gesellschaft ein sozusagen feststehender Zustand sozialer Wirklichkeit da ist. Wenn es im menschlichen Miteinander, wenn es im gesellschaftlichen Gefüge, in der Wirtschaft, in den Machtspielen der Politik nicht mehr drunter und drüber geht. Wenn gestern das eine gegolten hat, heute ein anderes gilt und morgen wieder etwas anderes. Sondern wenn ein verfestigter Zustand gesellschaftlicher und kultureller und politischer Beziehungen da ist. Ein Zustand. Zustand heißt auf Lateinisch Status, auf Italienisch lo stato. Einer der ganz großen Theoretiker des Politischen hat sein ganzes politisches Denken um die Frage gegliedert, wie man denn einen festen Zustand sozialer Beziehungen herbeiführen und aufrechterhalten könnte. Er hat sogar den Begriff der Ragione di Stato in die Welt gesetzt. Der Ratio, einen bestimmten Zustand herbeizuführen. Es ist Machiavelli, von dem wir den Begriff der Staatsraison haben, den viele Leute nicht so richtig verstehen. Es ist die Raison, einen bestimmten gesellschaftlichen Zustand herbeizuführen und mit den Mitteln der Politik so zu verfestigen, dass Menschen etwas haben, worauf sie sich verlassen können. Im schlimmsten Fall sind es schlechte Zustände, wie in einer Diktatur. Im besten Fall sind es Zustände wie in einer pluralistischen Demokratie, wo man von seinen persönlichen Freiheitsrechten Gebrauch machen kann. Im allerschlimmsten Zustand gibt es eben keinen festen Zustand. Das ist die Lage des Faustrechts, des Bürgerkrieges, den leider mehr und mehr Staaten auf der Welt derzeit erleben.
Gegenstand unserer Lehrveranstaltung ist zunächst einmal dieser festgefügte Zustand sozialer Wirklichkeit, den wir einen Staat nennen. Aus all dem, was ich Ihnen bislang als unser Programm dargestellt habe, ergeben sich einige Fragen. Erste Frage: Wie gewiss kann man sich denn dessen sein, dass es ständig und überall feste staatliche Strukturen gibt, die ein Rahmen unseres Handelns sind, in dem Erwartungssicherheit besteht? Ab und zu hat man ja den Eindruck oder kultiviert man den Eindruck, der Staat sei etwas genauso Natürliches wie der Mond oder die Sonne oder die Erde oder das Wetter. Das alles gibt es einfach ohne unser Zutun. Da liegt eine optische Täuschung dahinter. Wo es einen Staat gibt, wie etwa den chinesischen Staat oder den Staat Kanadas oder der Bundesrepublik Deutschland, da hängt der Fortbestand dieses Staates durchaus nicht von jedem Einzelnen von uns ab. Und von einem Einzelnen schon gleich überhaupt nicht. Außer er trägt so Namen wie Putin oder Trump oder Hitler. Dann kann von einem Einzelnen schon vieles abhängen. Aber wir alle miteinander sind als Individuen viel zu unbedeutend, als dass von uns persönlich der Staat seine Ausprägung abhinge. Aber aus dieser Tatsache folgen dann viele, es sei ganz egal, wie in einer Gesellschaft sehr viele mit ihrem Staat umgingen. Denn im Unterschied zu Sonne, Mond und Sternen und dem Wetter sind Staaten nichts, was von selbst besteht. Diese festen gesellschaftlichen Zustände bedürfen stets immer des Verfestigtwerdens durch uns. Dadurch, dass wir begreifen, was der Sinn von Strukturen ist. Dadurch, dass wir die Spielregeln kennen, nach denen wir unser Miteinanderleben gestalten. Dadurch, dass wir begreifen, was der Sinn dieser Spielregeln ist. Und dadurch, dass wir den Sinn dieser Spielregeln mögen. Und deswegen unseren Regeln halten, auch dann, wenn nicht ein Beauftragter des Staates hinter uns steht und uns zwingt zu gehorchen. Freiwilliger Gesetzesgehorsam, Einsicht in den Sinn von Spielregeln, gutwilliges Umgehen mit den Regeln des Miteinanders, das stabilisiert eine gesellschaftliche Ordnung und eine freiheitliche allzumal. Und folglich gilt es, diese Dialektik zu begreifen. Wir müssen schon etwas tun, wenn wir zumal anspruchsvolle politische Strukturen aufrechterhalten wollen. Und gleichwohl ist ein politisches System dann gut eingerichtet, wenn es auch jede Menge von Nicht-Mitmachen oder von Sachbeschädigung seiner Strukturen gut auszuhalten vermag. Das als Rahmenfrage formuliert, fokussieren wir unser Interesse in dieser Vorlesung weiter, nämlich darauf, welche besondere Rolle in staatlichen Strukturen zwei Typen von Staaten spielen. Einerseits die Strukturen freiheitlicher Ordnungen, andernteils die Strukturen von Diktaturen. Und nachdem diese Vorlesung sich über zwei Semester erstreckt, gibt es einen zweiten Teil, in dem die Strukturen von Diktaturen behandelt werden. In dieser Vorlesung haben wir die Freude, neben dem Grundsätzlichen uns auf das Schöne beschränken zu dürfen. Und das Schöne sind ohne Zweifel die Strukturen freiheitlicher politischer Ordnungen. So viel zu unserem Gedankengang. Und anfangen werden wir ihn am besten mit der Frage: Was ist denn bitte ein Staat? Das ist so eine der Fragen, die kindisch einfach klingen. Was ist ein Mensch? Was ist ein Hund? Was ist ein Haus? Was ist ein Kontinent? Von all dem gilt das, was der heilige Augustinus einmal in Bezug auf die Zeit gesagt hat: Wenn ich es nicht sagen soll, dann weiß ich es. Wenn ich es sagen soll, dann weiß ich es nicht. Was auch die Erfahrung von so manchen Menschen in Prüfungssituationen beschreibt. Beim Staat ist es freilich leicht, weil sich in der einschlägigen Forschung, insbesondere in der juristischen Staatslehre, eine Theorie aus dem späten 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, eine Denkweise durchgesetzt hat, zurückgehend auf einen großen Gelehrten namens Jelinek. Und die Aussage lautet: Ein Staat ist etwas, was aus drei Dingen besteht. Aus welchen drei? Aus einem bestimmten Gebiet, auf dem sich ein verfestigter Zustand gesellschaftlicher Verhältnisse erhebt. Aus einer bestimmten Bevölkerung,
meistens von länger schon auf diesem Gebiet Lebenden, welche diese Verhältnisse durch Tun oder Lassen aufrechterhalten. Das ist das Staatsvolk. Und zum Dritten, das Ausüben, das Durchsetzen dieser Ordnung und das Machen von Politik im Rahmen dieser Ordnung. Der Begriff dafür lautet Staatsgewalt. Staat ist der Dreiklang von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Was ist das im Einzelnen? Das wollen wir uns gleich näher ansehen. Zuvor müssen wir aber noch kurz bedenken, ob es denn überhaupt notwendig ist, diesen altväterlichen Staatsbegriff zu verwenden. Hat denn nicht jeder, der Politikwissenschaft studiert, schon im ersten Semester den schönen Begriff des politischen Systems vernommen und sich angeeignet? Ist denn ein Staat nicht einfach ein politisches System? Ja, die Antwort lautet selbstverständlich. Ein Staat ist ein politisches System. Aber nicht jedes politische System ist ein Staat. Natürlich sind die Vereinten Nationen auch ein politisches System. Und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist auch ein System. Und die Landeshauptstadt Dresdens ist auch ein politisches System. Und all das sind keine Staaten. Staat ist eine Teilmenge von politischen Systemen. Und Staat ist jene Teilmenge von politischen Systemen, die eben durch den Dreiklang gekennzeichnet ist, der da lautet Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Fangen wir mit einer kurzen Betrachtung der Staatsgewalt an. Staatsgewalt meint, dass es ein verlässlich funktionierendes Gefüge von Institutionen gibt, welche das tun, was das Kerngeschäft von Politik ist. Das Kerngeschäft von Politik ist die Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regeln und Entscheidungen in und zwischen Gruppen von Menschen. Dafür hat unsere Spezies jede Menge von Institutionen erfunden. Zu den neueren Institutionen gehören Parlamente, zu den älteren gehört die Institution des Königs oder des Chefgeistlichen, des Oberpriesters, des Hauptschamanen. Und dazwischen gibt es jede Menge sonstiger Institutionen. Staatsgewalt meint jenes Wirken von Institutionen, in dem allgemein verbindliche Regelungen und Entscheidungen hergestellt und durchgesetzt werden, und zwar auf einem mehr oder minder klar umrissenen Gebiet. Wobei es so sein kann, dass die Grenzen des Gebietes streitig sind, wofür es dann auch weitere Begriffe gibt. Staatsgewalt wird ausgeübt über einen mehr oder minder klar umrissenen Personenkreis, die sich einer bestimmten Staatsgewalt unterwerfen müssen. Seit längerem ist die Regel die, dass alle, die sich auf einem bestimmten Staatsgebiet aufhalten, der Staatsgewalt, die auf diesem Gebiet gilt, unterworfen sind, sodass also ein Deutscher, der nach Nordkorea geht und dort behauptet, der Staatspräsident wäre ein übler Diktator, dass der natürlich gemäß nordkoreanischen Gesetzen als ein ganz übler Stinkstiefel zu behandeln ist. Da kann unsere Regierung gerne sagen, Freunde, das ist ungerecht, aber es ist klar, wer in Nordkorea herumreist, unterliegt der dortigen Staatsgewalt. Das war im Übrigen nicht immer so. Als Staat in unserem Erdteil entsteht, vor ungefähr 1000 Jahren, war die Vorstellung durchaus die, dass man nach dem Recht beurteilt wird, welches das Recht seines Herkunftsstammes ist. Ein Franke hatte im Sächsischen also nach fränkischem Recht, ein Sachse im Fränkischen nach sächsischem Recht beurteilt zu werden. Und wenn man in Feinheiten des internationalen Privatrechts hineingeht, findet man entsprechende Regelungen immer noch, aber das ist ein weites Feld, das einer Vorlesung über internationales Recht überlassen bleiben muss. Wie stellt man nun sicher, dass die Staatsgewalt wirklich funktioniert? Dass also auf einem bestimmten Gebiet über jene, die dort leben, in einer verlässlichen Weise Staatsgewalt in der Weise ausgeübt wird, dass Regeln, die angeblich gelten, auch wirklich zum Gelten gebracht werden. Wie macht man das? Zum einen braucht es Rechtsnormen. Und vor allen formalen Rechtsnormen, die ein Staat oder ein König
oder eine Glaubensgemeinschaft setzt und für allgemein verbindlich erklärt. Im Vorfeld all dessen braucht es informale Rechtsnormen, soziale Gepflogenheiten, kulturelle Muster, die man für selbstverständlich, für angebracht, für normal empfindet. Im Grunde baut alles staatliche Regelsetzen auf informellen, alltagspraktischen Verhaltensnormen auf. Und wenn man noch näher hinblickt, begreift man schnell, dass alles stabile Regelsetzen und alles stabile Regeldurchsetzen auf Verhaltensbereitschaften aufruht, die uns bereits angeboren sind. Das ist das, was die Großen der politischen Theorie immer im Sinn hatten, wenn sie davon sprachen, dass es eine Natur des Menschen gäbe und dass man politische Systeme lediglich gemäß der Natur des Menschen aufbauen könne. Ob die einzelnen Theoreme, die man dazu formuliert hat, stimmen, steht auf einem anderen Blatt. Platon stellte sich den Menschen als dreiteilige Struktur vor und folglich musste der Staat eine dreiteilige Struktur haben. Jene, die das Richtige erkennen, jene, die für das Richtige sorgen und jene, die die notwendigen materiellen Güter hervorbringen. Weil der Mensch eben auch aus Verstand, aus Gefühl und dem Bauch bestünde. Der Leitgedanke war immer richtig. Politische Strukturen werden dann nicht bestandsfähig sein, wenn sie dem entgegenlaufen, wie wir Menschen von Natur aus tickern. Es gab insbesondere im 20. Jahrhundert jede Menge von Versuchen, Menschen ihre Individualität und bestimmte angeborene Regungen auszutreiben. Etwa Possessivität, etwas besitzen wollen. Oder Rangstreitigkeiten, also mehr sein wollen als andere. Oder die Regulierung von Sex, dass also aus Kleingruppen Sexualbeziehungen man heraustreten sollte. Alles das hat zu erheblichen staatlichen Machtausübungen geführt, nirgendwo aber zu stabilen Ordnungen. Also informelle Rechtsnormen liegen allen formalen, vom Staat zu setzenden Rechtsnormen voraus. Und wann immer staatliche Rechtsnormen nicht mit dem zusammenpassen, was kulturell an informellen Normen in einer Gesellschaft vorhanden ist, wird sich der Staat schwer tun, stabil zu sein. Und wann immer die Normen, die man setzt, nicht zu dem passen, was Menschen von Natur aus mit ihren, wie es heißt, moralischen Intuitionen für richtig oder für fair oder für gerecht empfinden, werden auch kunstvoll ins Werk gesetzte kulturelle Normen nicht so richtig funktionieren. Das Zweite, was es braucht, ist das, was auf Politik chinesisch heißt Legitimitätsglaube. Legitimität heißt nach Max Weber Geltung von Herrschaft als rechtens und konkret wird Legitimität fassbar als der Glaube von Menschen, dass die über sie ausgeübte Staatsgewalt zu Recht ausgeübt werde. Und dann haben Menschen bestimmte Begründungen dafür. Entweder wird die über sie ausgeübte Macht deswegen zu Recht ausgeübt, weil ein ganz toller Führer an der Spitze steht, was sie charismatische Autorität nennt. Oder die über sie ausgeübte Staatsgewalt wird als zu Recht ausgeübt empfunden, weil es immer schon so war. Das nennt sich traditionale Legitimität. Oder die ausgeübte Staatsgewalt mit den Normen, die durchgesetzt werden, wird als zu Recht ausgeübt empfunden, weil es den Leuten einleuchtet, dass diese oder jene Regeln sinnvoll sind. Dass also die Staatsgewalt mit Vernunftgründen aufwarten kann, was sich nach Max Weber rationale Legitimität nennt. Aus welcher Quelle auch immer die konkrete Legitimität eines Staates besteht, ohne Legitimitätsglauben wird der Staat nicht stabil sein. Das Dritte zeugt schon von einer erheblichen kulturellen Leistung. Und das dritte Element, was Staatlichkeit stabil macht, ist erst relativ spät entdeckt worden und relativ spät selbstverständlich geworden, soweit überhaupt in manchen Teilen der Welt das selbstverständlich geworden ist. Das ist die Unterscheidung zwischen Staatsgewalt, also einem Institutionengefüge, und den jeweiligen Inhabern der Staatsgewalt. Um es konkret zu sagen, sehr wohl ist man in der Lage zu sagen, die USA haben ein politisches System, das im Wesentlichen in Ordnung ist.
Ich bin sehr einverstanden, dass die USA die und die Institutionen haben und ich möchte auch keine Revolution herbeiführen. Und zugleich kann man auch sagen, jene Menschen, die derzeit die Staatsgewalt innehaben, etwa zurzeit gerade im Weißen Haus sitzen, die mag ich nun wirklich nicht. Die sollten nie auf ihre Stühle gekommen sein. Und je schneller sie weg sind, umso besser. An dem Beispiel sehen Sie, wie groß der Unterschied ist zwischen einer Akzeptanz der Staatsgewalt und ihrer Institutionen und der Akzeptanz derer, die jeweils gerade die Staatsgewalt innehaben. Auf Fachchinesisch ist es die Unterscheidung von Verfassung und Regierung. Die Verfassung kann man schätzen und die jeweilige Regierung kann man ablehnen. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo man anfing, das Akzeptieren von Staatsgewalt und die Ablehnung der jeweiligen Regierung voneinander zu unterscheiden und nicht jedes Bekämpfen der Regierung für eine Art Aufstand gegen den Staat zu nehmen, erst ab dem Zeitpunkt wird etwas möglich, was eine der schönsten Erfindungen unserer Spezies ist, nämlich die Erfindung von Opposition. Opposition sind jene, die die Verfassung akzeptieren, die jeweils amtierende Regierung aber gerne los wären. Und gemäß etablierten Regeln in einem freien Staat mit Wahlen und Abwahl der Amtsinhaber das auch tun können. Wo immer es Opposition gibt, braucht es keine Revolution. Wo immer man Revolution nicht fürchten muss, braucht es kein sonderliches Ausmaß an staatlicher Repression. Und wo immer die Staatsmacht nicht sozusagen aus den Läufen der Gewehre kommt, müssen die Inhaber der Staatsgewalt nicht gleichsam auf Bajonetten sitzen, was den Staat sehr störanfällig macht. Wenn das alles zusammenkommt, also Rechtsnormen des Staates, den in der Gesellschaft vorhandenen Rechtserwartungen entsprechen und diese dem entsprechen, was Menschen als angeborene moralische Intuitionen haben. Wenn Legitimitätsglaube entsteht, mit welchen Argumentationen auch immer, und wenn obendrein noch unterschieden wird, ob man den Staat akzeptiert, obwohl man seine jeweilige Regierung nicht mag, oder ob man mit der Regierung auch gleich den ganzen Staat ablehnt, was einen Staat instabil macht. Wenn also diese drei Stabilitätsbedingungen gegeben sind, dann produziert der Staat dasjenige, was man nennt politische Güter oder öffentliche Güter. Güter, die nicht da wären, wenn man nicht auf einem bestimmten Flecken Erde es geschafft hätte, einen bestimmten sozialen Zustand zu erzeugen, in dem die folgenden Dinge sogar selbstverständlich werden. Das grundlegende politische Gut, das grundlegende öffentliche Gut, dessen wegen auch Staat entsteht, dessen wegen etwa die Bundeswehr in manchen Weltregionen präsent ist, um dort das Entstehen oder Bestehen von fragiler Staatlichkeit zu schützen. Das elementare Gut, das Staaten produzieren, ist Sicherheit. Sicherheit nach außen, dass nicht ein anderer Staat einmarschieren und sich die Güter eines Landes aneignen kann, wie es die Geschichte über so häufig der Fall gewesen ist. Und was für Polen im Unterschied zu Deutschen ein sehr intensiv bedachtes Thema ist. Weil Deutsche in den letzten 100 Jahren in der Regel Angriffskriege geführt haben, kommen sie gar nicht auf die Idee, dass man sich gegen Angriffe von anderen schützen müsste, weil man selbst der friedlich geworden ist. Staaten, die Angriffskriege erlitten haben, wie Polen, haben eine ganz andere Sensibilität für die Schutzfunktion des Staates, was man ihrer aktuellen Politik durchaus anmerkt. Neben dem Schutz nach außen ist eine wichtige Dienstleistung, die ein funktionierender Staat erbringt, die Sicherheit im Inneren. Die Gewissheit, dass einem nichts Übles widerfährt, wenn man sich an die Spielregeln hält. Dass man weder im Geschäftsleben von anderen übers Ohr geschauen wird, noch dass die Justiz korrupt ist, noch dass die Polizei willkürlich verhaftet. Das Gefühl, sich auf der Straße jederzeit bewegen zu können, ohne dass etwas Übles geschieht. Dinge,
die man umso weniger schätzt, je selbstverständlicher sie sind, weil man sie für Selbstverständlichkeiten nimmt. Seitdem aber auch in freien Städten sogenannte No-Go-Areas entstanden sind, wo Grenzen markiert werden zwischen denen, die hindürfen und jenen, die nicht hindürfen, teils am Aussehen bemessen, teils am Auftreten bemessen. Seitdem wird offensichtlich, dass dieser Schutz im Inneren auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ferner gehört zu den wesentlichen Sicherheitserrungenschaften das, was man nennt Rechtsstaatlichkeit. Der Leitgedanke ist der, dass der Staat die Spielregeln, die er setzt, nicht nach Belieben verändern darf. Das, was dem Regenten heute für richtig erscheint, das erklärt er morgen für falsch. Und jene, die gestern das getan haben, was er wollte, die werden heute bestraft. Wer gestern Menschen für ihre politischen Überzeugungen einsperrte, ja, der wird heute belobigt, weil sie die politischen Überzeugungen geändert haben oder umgekehrt. Das alles sind Zustände, bei denen man kein gutes Gefühl hat. Man hängt dann von der Willkür der jeweils Mächtigen ab. Wichtig ist, dass der Staat nicht einfach die Spielregeln verändern kann. Der Fachbegriff dafür lautet Rechtssicherheit. Und Rechtssicherheit ist eines der ganz wichtigen politischen Güter, die produziert werden können, die aber nur dann garantiert sind, wenn auch die Machtverhältnisse einem Staat so sind, dass sich kein Inhaber staatlicher Macht über die verfassungsmäßigen Spielregeln hinwegsetzen kann. Und das wiederum heißt, Rechtssicherheit braucht Machtkontrolle. Machtkontrolle, wie sie ganz wesentlich durch Gewaltenteilung verwirklicht wird. Schutz nach außen, Schutz im Inneren durch Rechtssicherheit bei gewährleisteter staatlicher Machtkontrolle, typischerweise mit den Mitteln der Gewaltenteilung. Das ist die erste Gruppe von politischen Gütern, von öffentlichen Gütern, die ein funktionierendes Staatswesen produzieren kann. Das ist nicht wenig. Wie jeder Bewohner von Afghanistan, Somalia und eigentlich jetzt schon der Türkei unterschreiben wird. Aber Staaten können noch wesentlich mehr produzieren. Staaten können persönliche Freiheit produzieren. Das, was in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung nach dem Recht auf Leben und Freiheit aufgeführt wird, nämlich das Recht auf ein Streben nach selbstdefiniertem Lebensglück. Der Einzelne bestimmt, wodurch und wie er glücklich wird. Das wird ihm nicht vorgegeben vom Staat, der, warum auch immer, behauptet, er wisse es besser. Persönliche Freiheit, die auch die Freiheit einbeschließt, Dinge zu tun, die andere nicht mögen oder die der Staat nicht will. Verschiedenheit, was auf Lateinisch Pluralismus heißt. Verschiedenheit, das Recht auf Verschiedenheit zu gewährleisten, das Recht auf persönliche Freiheit zu gewährleisten. Das ist ein weiteres politisches Gut, das Staaten produzieren können und das, Gottlob, einige Staaten auf der Welt inzwischen auch ziemlich verlässlich hervorbringen. Das dritte Gut ist noch anspruchsvoller. Denn bislang geht es ja nur darum, dass der Staat den Einzelnen nicht so sehr behelligt. Aber bloß weil der Staat den Einzelnen nicht so sehr behelligt, hat man noch lange kein gutes Gesundheitswesen, noch lange kein gutes Bildungssystem. Funktionieren noch lange Eisenbahnen und Autobahnen nicht gut? Hat man noch kein nachhaltiges Finanzsystem? Funktioniert die Wirtschaft noch nicht gut? All das, ein funktionierendes Gesundheitssystem, Bildungssystem, funktionstüchtige, instand gehaltene Infrastruktur, brauchen stets weitere politische Führungs- und Steuerungsmaßnahmen. Gute Politik, gutes Regieren, das ist das nächste Gut, die nächsthöhere Stufe politischer Güter, was erreicht werden kann, wenn es das notwendige Geld gibt, wenn es die zielführenden Einsichten gibt und wenn nicht überwölbende Probleme wie etwa Kriege, Naturkatastrophen, einen Staat an der Verfolgung entsprechender Politik hindern. Obendrein gibt es zu Recht Streit darüber, was denn Kriterien eines guten Bildungssystems wären. Ist ein gutes Bildungssystem eines, wo ein jeder das Abitur bekommt und vielleicht ein jeder ein Universitätsdiplom bekommt?
Oder ist ein gutes Bildungssystem eines, wo nur Leute mit besonderer intellektueller Leistungsfähigkeit staatliche Bildungszertifikate bekommen? Darüber gibt es legitimen gesellschaftlichen Streit. Infolgedessen gibt es auch Staaten, die ganz unterschiedliche Antworten darauf geben, wie sie denn meinen, dass ihr Gesundheitssystem, Bildungssystem, Wirtschaftssystem aussehen solle. Und die Wirklichkeit belehrt einen dann, was sich in der Praxis wirklich bewährt und was nicht. Bei Wirtschaftssystemen kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, etwa darüber, ob eine staatliche Zentralverwaltungswirtschaft nicht wesentlich besser wäre als eine Marktwirtschaft. Aber irgendwann belehren einen historische Erfahrungen, was denn aus welchen politischen Grundentscheidungen folgt, und die Folgen kann man dann mögen oder auch nicht. Und noch mehr kann ein Staat produzieren, und hier sind wir dann in der absoluten Deluxe-Klasse. Ein Staat kann sich zum Ziel setzen, soziale Gerechtigkeit zu produzieren. Ein Staat kann sich zum Ziel setzen, nicht damit zufrieden zu sein, wenn Menschen einfach leben und überleben. Und wenn sie akzeptieren, dass es gesellschaftliche Ungleichheiten gibt, dass der eine ein Jahreseinkommen von 12.000 Euro hat, der nächste aber ein Jahreseinkommen von 12 Millionen. Als ob die Arbeitsleistung eines Menschen so unglaublich viel mehr ins Gewicht fallen könnte, dass sie die Differenz von 12.000 Euro zu 12 Millionen Euro rechtfertigen würde. Und so könnte man noch viele andere Felder von sozialer Gerechtigkeit aufführen, an denen der Staat sich gestalterisch betätigen kann. Und soziale Gerechtigkeit herbeizuführen ist so ziemlich das anspruchsvollste Ziel, das man sich setzen kann. Und das ist vielleicht sogar noch anspruchsvoller als das Ziel, umfassende Demokratie zu verwirklichen. Umfassende Demokratie jetzt nicht verstanden in der schwachen Version des Demokratiebegriffes, dass man eben den Staat so einrichtet, dass treuhänderisch für andere ein Teil der Bevölkerung die öffentlichen Ämter bekleidet, mit Mandat auf Zeit ausgestattet, sondern Demokratie verstanden im Sinn des starken Demokratiebegriffes. Jeder in der Gesellschaft fühlt sich eingeladen zur Staatsbürgerrolle. Jeder beteiligt sich, hält sich informiert, diskutiert über Politik, ist bereit, in der Zivilgesellschaft Verantwortung zu übernehmen, ist bereit, in Vereinen, Verbänden, in Stiftungen, ja, in Parteien zu gehen, ist bereit, einen nennenswerten Teil seiner Zeit für das Politikmachen aufzuwenden, ja, vielleicht sogar selbst Politiker zu werden. Denn ohne Politiker kann man nun einmal eine Demokratie nicht betreiben. Und ohne politisch aktive Bürger funktioniert sie auch nicht. Das sind dann schon sehr hochentwickelte politische Güter, und vieles muss in einem Gemeinwesen, in einer Anzahl von länger schon irgendwo Lebenden auf einem bestimmten Gebiet funktionieren, damit man so komplexe politische Güter halbwegs dauerhaft produzieren kann. Das ist ein Staat, und er stellt vieles in Aussicht. Aber offenkundig ist nicht alles auf der Welt ein Staat. Mit diesem Dreiklang aus Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. Es gibt sehr wohl Alternativen dafür. Alternativen, wie sonst noch halbwegs Ordnung geschaffen wird. Und die drei wesentlichen dieser Alternativen wollen wir jetzt durchgehen. Nicht, weil sie besser sind als ein Staat, das ist ganz gewiss keine davon, aber weil sie historisch eben häufig vorkommen. Wobei die Begriffe austauschbar sind. Wichtig ist, dass Sie das Gemeinte verstehen und dann in der Literatur unterschiedliche Begriffe dafür kennenlernen. Beginnen wir mit der persönlichen Herrschaft. Der Begriff der Herrschaft hat bei Max Weber, wie so viele andere für die politische Analyse wichtige Begriffe, eine schwer zu übertreffende Definition gefunden. Herrschaft ist bei Max Weber die Chance, für einen Befehl angebbaren Inhalts gehorsam zu finden. Herrscher ist, wer die Chance hat, dass ihm gehorcht wird. Oder etwas anders noch ausgedrückt, Herrschaft ist eine Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, ganz persönlich Herr zu sein über einen anderen und nicht einfach nur als Inhaber eines Amtes. Weil ich bin, hast du mir zu gehorchen. Und nicht, weil ich zeitweise Bürgermeister bin oder gerade in meiner Dienstuniform als Polizist auftrete. Das ist das persönliche Element,
welches seine Wirkung auch dann tut, wenn noch nicht jene Institutionenordnung da ist, in der es Ämter gibt, deren Bekleidung einen mit Macht und Amtsautorität auszustatten vermag. Welche Begründungen gibt es dafür, dass jemand, weil er eine Person ist, Herr eines anderen sein dürfte? Nun, die typischen Begründungen, die in der Geschichte des politischen Argumentierens vorgebracht worden sind, die muss man nicht teilen, man muss sie aber kennen, weil sie nun einmal das Denken über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende lang geprägt haben. Die eine Begründungsmöglichkeit ist eine, die erst in den letzten Jahrzehnten flächendeckend aus freiheitlichen Staaten verdrängt worden ist, bis sie durch Kulturimport aus misogynen Kulturen, welche die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht zu ihrem Ziel erklärt haben, als praktisches Problem in unseren freiheitlichen Gesellschaften wiederkehrt. Es ist die Denkfigur, dass der Mann klüger sei als die Frau, wichtiger sei als die Frau, sich um die wahrhaft wichtigen Dinge des Zusammenlebens zu kümmern habe, während die Frau beschränkt sei auf ihren häuslichen Wirkungskreis. Die alten Griechen, zumal Aristoteles, brachten das auf das schöne Begriffspaar von Polis und Oikos. Oikos, das ist die Sphäre des Hauses. Und die Hausherrin, die legitime Gemahlin des Hausherrn, die schaltete und waltete nach eigenem Ermessen, weil sie eben die legitime Frau des Hausherrn war. Heiratete er eine andere, wechselte die Rolle. Aber außerhalb des Oikos, dort wo es um das Zusammenleben mit anderen ging, in der Polis, in der politischen Gemeinschaft mit anderen, da hatte die Frau nichts zu sagen. Es war Sache des Mannes, dort aufzutreten. Und wir alle wissen, dass das Wahlrecht zwar das allgemeine Wahlrecht genannt wurde, aber lange Zeit nur das allgemeine Männerwahlrecht gewesen ist. Und in manchen Schweizer Kantonen hat man erst in den 1970er Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt. Also diese gendermäßige Diskriminierung ist eine uralte Denkweise darüber, dass bestimmte Menschen das Recht hätten, persönlich Herr über andere zu sein, insbesondere Männer über Frauen und natürlich die Herrschaft über das Gesinde, weil das Gesinde eben Gesinde ist. Achtung, in Deutschland ist die Reichsgesindeordnung erst aufgehoben worden mit der Revolution von 1918. Davor gab es rechtlich auch Unterschiede zwischen Herrschaften und Gesinde. Die zweite Begründungsmöglichkeit in der politischen Theorie, unglaublich folgenreich geworden, ist die Denkfigur der Herrschaft des Vaters über die Kinder. So, jetzt kommen Sie dran. Die Frage war die, ob persönliche Herrschaft eine Alternative zum Staat sei oder ein Teil von Staaten. Die Antwort lautet, persönliche Herrschaft gibt es auch dort, wo es noch überhaupt keinen Staat gibt, etwa bei vorstaatlichen Sippenverbänden. Bloß weil ein Staat entsteht, ändern ja nicht vorstaatliche Verhaltenspraxen und vorstaatliche gesellschaftliche Normen, sodass die vorstaatliche gesellschaftliche Norm bei gar nicht wenigen Völkerschaften, dass Männer das Sagen und Frauen das Gehorchen haben, auch dann Fortbestand als Staaten entstanden sind. Und dann erst in Staaten, nachdem sich der Grundsatz der allgemeinen Gleichheit vor dem Gesetz durchgesetzt hatte, mühsam zurückgedrängt werden mussten. Kommen wir zur zweiten in der Geschichte der politischen Theorie sehr einflussreichen Begründungsmöglichkeit persönlicher Herrschaft. Es ist der Leitgedanke, dass Väter über ihre Kinder herrschen. Im alten Rom ging das so weit, dass der Vater hinsichtlich seiner Kinder Herr über Leben und Tod war. Wenn ein Vater ein Kind, und das war der zeremonielle Vorgang in vielen Fällen, das ihm vorgelegt wurde nach der Geburt, zu Füßen gelegt wurde, nicht aufhob, dann hatte er es nicht als sein Kind anerkannt und das Kind konnte entweder fortgebracht oder umgebracht werden. Und Väter hatten in der Römischen Republik das Recht, ihre Söhne zu richten, auch zum Tod zu verurteilen. Und es galt unter den römischen Tugenden sogar als ein leuchtendes Beispiel, als ein römischer Konsul seine zwei Söhne zum Tod verurteilte. Dieser Gedanke, dass der Vater
weil er da als seine Kinder und seine Kinder gezeugt habend über sie herrschen dürfe, solange er der Vater lebte, hat in der politischen Theorie ein sehr einflussreiches Buch hervorgebracht, nämlich von Robert Filmer, auch mit dem Titel Patriarcha, der Vater als Herrscher. Und er hat es dann ausgedehnt hin zu der theologischen Herkunft dieses Gedankens. Die theologische Herkunft ist die, dass Gott oder die Götter oder der Göttervater die Menschen erschaffen hat und dass die Menschen Kinder der Götter sind. Und sobald Monotheismus auftauchte, gab es den Gott, der die Menschen erschaffen hat. Jener Gott, der die Welt regiert. Jener Gott, der über seine Stellvertreter die Menschen regiert. Sodass die Herrschaft von Menschen über Menschen im Grunde das Abbild der Herrschaft des Gottvaters über die von ihm geschaffene Menschheit ist. Wenn also ein König von Gottes Gnaden eingesetzt ist, übt der König Vaterrechte über seine Untertanen aus. Gewiss, ein Vater ist zur Liebe auch berufen. Aber wer sein Kind nicht züchtigt, der liebt es nicht richtig, hieß der Grundsatz der schwarzen Pädagogik. Und deswegen hielten es auch die protestantischen Betfürsten, die gute Väter ihrer Untertanen sein wollten, sehr häufig lieber mit dem Strafen als mit dem Belohnen. Und so entsteht der moderne Zwangsstaat aus der Vorstellung, dass der König der Vater oder Vaterrolle an den Regierten zu vertreten hat und dafür vor Gott verantwortlich ist. In Reaktion auf dieses Buch von Filmer, das nur ein Beispiel für viele ist, hat dann John Locke seine politische Theorie entwickelt und zu zeigen versucht, dass eben nicht auf göttliche Herrschaft die Regierungsrechte von Monarchen zurückzuführen sind, sondern auf gesellschaftliche Vereinbarungen, die man dann den Gesellschaftsvertrag und oder den Herrschaftsvertrag zu nennen begann. Die dritte Begründung ist eine, die aus der europäischen Tradition wohl bekannt ist. Das ist die Rolle des Anführers, des persönlichen Anführers im Streit oder im Gefecht. Der Tüchtigste, sozusagen das Alpha-Tier, führt das Rudel der übrigen an, wie man es auch bei Schimpansen und anderen höheren Säugetieren gut sehen kann. Es ist die Gefolgschaft, die sich in einer Beutegemeinschaft aufbaut. Solange der Anführer für gute Beute sorgt und diese Beute gerecht verteilt, schulden ihm die anderen des Gefolgschaftsverbandes Loyalität. Man regiert als Führer, weil und solange die Gefolgschaft sich gebunden fühlt. Was auch der Leitgedanke des Lehrenswesens war. Man gibt Güter aus, etwa Landbesitz, und erhält dafür das Versprechen der Treue, des Beistands, des Rates. Und solange der Lehensnehmer diesen Eid hält, steht er in der Huld des Lehensgebers, des Oberherrn. Und zwar genau dieses Herrn, dem man Treue geschworen hat und keines anderen. Dass das alles nicht nur fernhistorische Reminiszenzen sind, geht gut hervor aus den moralischen Problemen der Verschwörer vom 20. Juli 1944. Sie alle waren, Gott sei es geklagt, auf Adolf Hitler persönlich vereidigt und sie nahmen ihren Treueeid durchaus ernst, nicht nur als Lippenbekenntnis. Und eine große Frage war, wie bekommen wir einen eidfreien Zustand hin? Müssen wir den Eid, den wir geleistet haben, in diesem Fall auch dem Namen nach dem Führer gegenüber, müssen wir den Eid durch treuloses Verhalten, durch verbrecherisches Verhalten des Führers als erledigt ansehen? Dürfen wir das? Oder bindet er uns dennoch? Bis dahin, bis vor wenigen Jahrzehnten, ging die Vorstellung eines persönlichen Treueverhältnisses zu einem Anführer. Und dort, wo sie keinen Staat haben oder nur einen schwachen Staat, wo sie eingebettete archaische Strukturen in die Fassade des modernen Staates haben, wie etwa in Teilen von Süditalien und Sizilien, dort haben sie genau diese persönlichen Herrschaftsverhältnisse im Umgang des Paten
mit den anderen der Cosa Nostra, also von unserer Sache oder derer, die wir verschwiegen sind und nicht nach außen zu erkennen geben, wem wir tatsächlich Gefolgschaft leisten, bei gleich welchen Verrichtungen. Das mit der persönlichen Herrschaft ist also etwas, was schon vor dem Staat funktioniert und was außerhalb von staatlichen Strukturen funktioniert. Das funktioniert in Bürgerkriegsstaaten, wo Banden aufeinander losgehen, genauso wie es funktioniert hat, bevor der moderne Staat überhaupt in die Geschichte getreten ist. Und das alles wirkt in modernen Staaten mehr oder minder weiter fort. So viel zur persönlichen Herrschaft als Alternative oder als Vorstufe von Staatlichkeit. Eine andere Form, politische Ordnung zu stiften, nennt sich Protektorat. Auch das gibt es unter verschiedenen Namen. Der Begriff des Protektorats kommt von Lateinisch, von dem lateinischen Wort protegere, etwas beschützen. Ein Protektor ist der Beschützer. Ein Protektorat ist also ein Gebiet samt der dort schon länger lebenden Bevölkerung, das von einem Beschützer verwaltet oder gesichert wird. Das ist die Grundfunktion von Staat, die hier angesprochen ist. Schutz nach außen, Rechtssicherheit im Inneren. Was sind Begründungsmöglichkeiten für das Errichten von Protektoraten und was sind so wichtige Erscheinungsformen von Protektoraten? Schauen Sie, Gebiete brauchen immer wieder ein Mindestmaß an politischen Gütern oder zumindest die dort Lebenden hätten gerne sowas wie Rechtssicherheit, Schutz vor Willkür des Nachbarn, Versorgung mit Lebensmitteln, Versorgung mit elementarer Infrastruktur. Aber vor Ort gibt es nicht die Institutionen, die so etwas gewährleisten. Es gibt nicht die Leute, die sich in den Dienst von infrastrukturschaffenden Institutionen stellen. Das heißt, auf einem Gebiet gibt es zwar einen Bedarf an politischen Gütern, auf diesem Gebiet schafft es die dort lebende Bevölkerung aber nicht, ein Institutionensystem aufzubauen und oder zu erhalten, das diese öffentlichen Güter zu produzieren in der Lage ist. Von der Rechtssicherheit, Schutz von Leib und Leben, bis hin im Idealfall zur Sicherung von Demokratie. In solchen Fällen finden sich häufig Träger von außerhalb, Träger von Herrschaftsmacht, die von außerhalb importiert wird, die im eigenen Interesse dafür sorgen, dass sonst wo öffentliche Güter wie Sicherheit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit garantiert werden. Und man muss gar nicht weit in die Geschichte gehen. Das ist das, was die Europäische Union mit Bosnien-Herzegowina bis heute macht. Es gibt einen hohen Beauftragten der Europäischen Union, der dort faktisch die Rolle des Protektors hat. In Afghanistan versuchte man Ähnliches. Im Irak nach der amerikanischen Invasion hat man einen Verwalter des Landes eingesetzt. Dass das alles funktioniert, wenn man so etwas Komplexes wie Demokratie aufbauen will, ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn Sie sich klar machen, wie viel Geld und sonstige Investitionen das Protektorat in Bosnien-Herzegowina gekostet hat, ein kleines Fleckchen Land auf der Welt mit ziemlich wenigen Leuten, ohne sonderlich große geopolitische Interessen, können Sie sich vorstellen, wie hoffnungslos es ist, größere Teile der Welt wie Afghanistan, den Irak, Teile von Afrika im Wege von Protektoratsbildung zu befrieden. Protektorate sind freilich auch eine Form der Annexion anderer Staaten. Man sagt, man ist so wohltätig, dass man einen anderen Staat in seinen Schutz nimmt und dann regiert man ihn. In der Ostukraine ist derzeit ein solches Protektorat entstanden. Und bevor die Krim annektiert war, war sie auch ein Protektorat. Der Kolonialismus, der Imperialismus funktionierte im Wesentlichen über das, was auf Deutsch Schutzgebiete heißt. Die deutschen Kolonien waren sozusagen Schutzgebiete. Der deutsche Staat war so freigebig, anderen Leuten und insbesondere seinen Wirtschaftsvertretern Schutz zu gewähren. Und wer nicht willig war, den Schutz anzunehmen und dagegen revoltierte, der konnte schon auch mal in die Wüste getrieben werden, wie es den Herero und den Nama widerfahren ist.
Und ehrlich gesagt, an dieser Stelle können die Deutschen nicht einmal stolz auf Weltrekorde an Schändlichkeit sein. Die Kolonialherrschaft von Franzosen und Briten und Belgiern und Spaniern und Portugiesen und Holländern muss man sich auch nicht wesentlich menschenfreundlicher vorstellen. Und das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, wie die Einverleibung des böhmischen Teils der Tschechoslowakei ins Reichsgebiet Großdeutschlands benannt wurde, ist das jüngste Beispiel aus der deutschen Geschichte für solche Annexion im Weg der Protektoratsbildung. Bitte. Zum einen können wirtschaftliche Interessen ja sehr wohl die Interessen von Staaten sein. Der amerikanische Präsident gründet im Moment seine gesamte Politik von America First auf amerikanische Wirtschaftsinteressen und will jetzt sämtliche Handelsverträge überprüfen, ob sie nicht amerikanischen Wirtschaftsinteressen zuwiderlaufen. Und zum anderen gehört zu den typischen staatlichen Interessen auch das Interesse an Stützpunkten für Flottenverbände, für Energienachschub, was im 19. Jahrhundert Kohlenstation hieß. Wenn man die Dampfschiffe, und die Kriegsschiffe waren dann am Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend auf Dampfbetrieb umgestellt, betreiben wollte, brauchte man in bestimmten Abständen Kohlenstationen. Folglich brauchte man Territorium, das gegen Übergriffe anderer Kolonialmächte geschützt war. Übergriffe von einheimischer Bevölkerung musste man angesichts des großen waffentechnischen Vorsprungs damals nicht so richtig befürchten. Soviel zu den Protektoraten. Und die nächste Alternative zum Staat, wo es eben keinen Dreiklang zwischen Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt gibt, sondern von einer Stelle aus andere beherrscht werden, mit oder ohne Staat, vor- oder parastaatlich, das nennt sich Reich. Wie verstehen wir den Begriff Reich, der im Deutschen immer ans Dritte Reich und folglich an Verbrecherei gemahnt, wobei das Gemahnen an Verbrecherei ja völlig richtig ist, denn das Dritte Reich war eine verbrecherische Organisation. Aber den Reichsbegriffs, den gab es ja auch vor dem Dritten Reich und es gibt ihn weiterhin. Und wenn schon nicht auf Deutsch, so wird er zumindest auf Italienisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Englisch weiterhin verwendet, sodass wir in einer Auseinandersetzung mit dem, was der Begriff des Reiches meint, ohnehin nicht vorbeikommen. Im Deutschen ist der sprachliche Hintergrund des Reichsbegriffs eben das Wort Reich, wie immer man es im Mittelhochdeutschen ausgesprochen haben mag. Gemeint war damit Reichen im Sinn der Ausdehnung von etwas. Wie weit reichen Regeln? Wie weit reichen Zustände? Wie weit reichen Verhältnisse? Wie weit reicht Macht? Soweit etwas reichte, war man im Bereich dessen, worum es ging. Und soweit politische Macht reichte, reichte eben jeweils das Reich. Das Gleiche ist im romanischen Wort auch ausgedrückt, denn das Wort Empire oder Empire kommt von lateinisch Imperium. Imperium war die persönliche Befehlsgewalt. Jene persönliche Befehlsgewalt, die in der Römischen Republik die Magistrate hatten. Die Ädilen, die Prätoren, die Konsuln. Wobei den Konsuln das Recht, sich auf die Kriegsführung, auf den Oberbefehl über das Militär erstreckte. Jenen Oberbefehl über das Militär, der die Spielregeln der Republik überlagern konnte, weswegen es in Rom die Regel gab, in der Republik wohlgemerkt, dass ein Träger von Imperium, also ein Konsul, nicht mit seinen Truppen in das Stadtgebiet von Rom durfte und dass seine militärische Befehlsgewalt an den Grenzen des Stadtgebietes endete. Und im Stadtgebiet er, obwohl Träger militärischer Kommandobefugnisse über seine Truppen, er im Stadtgebiet dem Imperium der gerade amtierenden Magistrate unterstellt war. Imperium ist also das Recht, Befehle zu geben, das Recht, Macht auszuüben. Wobei man sich Recht auch nehmen kann, wobei man Recht auf Macht stützen kann, wie einer der klassischen Texte der antiken politischen Theorie ausdrückt, nämlich der bei Thukydides überlieferte Dialog von Abgesandten Athens mit den Vertretern der Insel Melos, wo die Athener den Melien klarmachten, dass eben im Bereich der zwischenstaatlichen Beziehung nun einmal Macht vor Recht geht.
was faktisch in unzivilisierten Umständen so ist, woraus man erkennt, ein wie gewaltiger zivilisatorischer Zustand von Errungenschaft es ist, wenn auch im zwischenstaatlichen Bereich wenigstens zeitweise und stellenweise das Recht der Macht vorausgeht. Der Begriff des Imperiums, des Empire, drückt genau das aus. Das britische Empire reichte genau so lange und so weit, wie die Machtmöglichkeiten der britischen Krone reichten. Und je kleiner sie wurden, umso mehr schrumpfte das Reich, bis es heute unter dem Namen Commonwealth im Grunde eine liebenswürdige Fassade ist, hinter der sich ziemlich wenig an echter Macht verbirgt. Jetzt brauchen wir nach dieser Erläuterung des Begriffshintergrundes von Reich natürlich auch definitorische Klarheit. Vielleicht steigen wir an dieser Stelle am besten mit einer mittelalterlichen Definition ein. Bei dem Historiker, der die Regierungszeit von Kaiser Konrad II. Beschrieben hat, Wipo mit Namen, gibt es eine berühmte Stelle, wo er beschreibt, was ein Reich ist. Das Reich des Kaisers besteht dann und nur so lange, wie mehrere Königreiche einem gemeinsamen Imperium unterworfen ist. Ein Reich ist dort, wo das Imperium einer übergeordneten Instanz in verschiedene politische Teilreiche, in verschiedene politische Teilsysteme hineinreicht. Und wenn Sie das verstanden haben, dann haben Sie das Wesentliche am Reichsbegriff verstanden. Reich ist dort, wo von einer übergeordneten Ebene aus, gestützt auf Macht, so weit in innerstaatliche Verhältnisse eingegriffen werden kann, wie eben diese Macht gerade reicht. Technisch formuliert, Reich ist eine politische Organisationsform, die mehr oder minder lose eine Mehrzahl von politischen Systemen umfasst, die ganz gleich wie strukturiert sein können. Und Reich ist eine politische Organisationsform, die genau so weit reicht, wie eine wenigstens symbolisch akzeptierte Herrschaftsbefugnis besteht. So weit reicht, wie die versuchsweise Regierten zumindest so tun, als würden sie sich regieren lassen. Jetzt brauchen wir Beispiele. Beispiele für ein politisches Gebilde, das auf der einen Seite mehr ist als ein Staat, weil es eine höhere Ebene politischer Integration darstellt, und andernteils weniger ist als ein Staat, weil wir den Dreiklang dort nicht vorfinden, der den Staat, gemäß deutscher Staatslehre aus dem späten 19. Jahrhundert, ausmacht, den Dreiklang zwischen Gebiet, den länger darauf schon lebenden und der verlässlich ausgeübten Staatsgewalt. Ja, und Beispiele machen die Sache völlig klar. Und so entdecken lauter Altbekannte aus der Antike die Reiche der Hethiter, Perser, Römer, in die ganz verschiedene Völkerschaften eingegliedert worden sind, die zum Teil ihre eigenen Könige behalten konnten oder nominell ihre Selbstständigkeit wahrten, wie lange Zeit griechische Städte im Römischen Reich, die aber genau wussten, wie weit sie gehen dürfen, damit die Römer nicht eine Strafexpedition machen. Eine sehr elegante Form der Machtausübung im Übrigen. Man tut so, als würde man gar nicht in andere Staaten hineinregieren und jeder weiß, dass und wo und wie weit man kuschen muss. Man bringt Dominanz zum Verschwinden und kann dann noch so tun, als lebe man in einer freien Ordnung. Bitte. Der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass eine Staatengemeinschaft sich vertraglich gemeinsame Spielregeln gibt. Eine Verfassung, an die man sich hält, die verschiedene Namen dann tragen kann, ob das Europäische Verfassung oder Vertrag von Lissabon heißt, das ist funktional voll und ganz äquivalent. Reich ist dort, wo ohne gemeinsame Spielregeln man einfach weiß, wer das Sagen hat und was er tut, wenn man nicht pariert. Und so war es mit den Reichen der Franken, denen sich die Sachsen und die Bajuwaren zu widersetzen versuchten. So ist es mit dem Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. So war es mit den arabischen Kalifaten, mit dem Osmanischen Reich. So war es mit dem Reich der Mongolen, welches das chinesische Kaiserreich umfasste, welches Zentralasien umfasste, zu dem der Iran eine Zeit lang gehörte, die Krim eine Zeit lang gehörte. So war es mit dem Imperium der Engländer,
die eine Zeit lang fast ein Viertel der Erde in ihr Reich integriert hatten. So war es lange Zeit mit dem Reich der Amerikaner, wo ein jeder in Afrika wusste, wenn er zum Westblock gehörte, dass die wichtigste politische Figur nicht der eigene Staatschef, sondern der amerikanische Botschafter ist. Und so scheint es mehr und mehr mit dem Reich der Chinesen zu sein, insbesondere in Ostafrika unübersehbar. Mit einem Reich, das sagt, wir wollen uns nicht in innere Angelegenheiten einmischen. Wir wollen nichts als das, was Machiavelli lo Stato nannte, einen festen Zustand der Verhältnisse. Wir wollen nichts als eine harmonische Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft, Technik, ein harmonisches Zusammenleben der Staaten, und wir sorgen für Harmonie. Wir bekämpfen Störungen von Harmonie. Wir sind nicht Feinde von irgendjemandem. Wir achten nur darauf, dass keine Fehler gemacht werden. Und Fehler ist alles, was die Harmonie stört. Wir werden die Harmonie wieder herbeiführen. Und Harmonie ist ein sehr tiefes politisches Konzept im chinesischen politischen Denken. Und Sie alle tun gut daran, sich rechtzeitig mit politischen Denkern des alten und des neuen China vertraut zu machen. Der Hinweis lautet: Belesen Sie sich eines Teils über Harmonie und Tao und Konfuzianismus und auf der anderen Seite über das, was Legismus heißt, Fa Lü, die Herrschaft des Rechtes, eine ganz andere Weise, wie man in China auch Herrschaft zu organisieren versuchte. Und jetzt sind wir endgültig beim Staatenverbund. Vielleicht versteht man die in 20 Jahren womöglich den Versuch aufgegeben habende Europäische Union besser, wenn man sie nicht mal als einen werdenden Bundesstaat versteht, sondern als ein Gefüge mit variabler Geografie oder auf Französisch variabler Geometrie, wo je nach den Themen, um die es geht, Wirtschaft, Währung, Sicherheit, Freizügigkeit, unterschiedliche Kraftzentren da sind. Wenn das aber so kommt, sind wir in alten politischen Problemen zurück. Denn dann reicht Europa genau so weit, wie die zusammenhaltende Macht reicht. Und damit sind wir in zentralen Problemen europäischer Architektur. Denn die größte Macht in der Europäischen Union ist Deutschland. Und der Versuch, Europa zu organisieren mit einem starken deutschen Staat in der Mitte, ist schon zweimal in einer sehr furchtbaren Weise gescheitert. Sie merken also, wenn wir von Reichen reden, reden wir nicht von historischen Absonderlichkeiten, sondern sogar von zukünftigen politischen Gestaltungsproblemen. Wobei Gestaltung als Wortbestandteil ebenso wichtig ist wie Problem. So viel also zu den wichtigsten Alternativen für jenen Dreiklang aus Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt, den wir einen Staat nennen. Was wir uns nun zu erklären haben, ist, warum denn diese sehr besondere Organisationsform von Ordnung, die wir Staat nennen und die wir ziemlich präzise umschrieben haben mit den öffentlichen Gütern, die hergestellt werden und mit den Stabilitätsgrundlagen. Das, was wir zu erklären haben, ist, warum sich dieser Typ von politischer Ordnungsform in den letzten 200 Jahren so rasant ausgebreitet hat. Wir haben vor 250 Jahren noch vergleichsweise wenige Staaten. Und wo wir sie haben, dort ist im Wesentlichen Europa oder der Bereich der erfolgreichen europäischen Kolonien. Und dann nimmt die Anzahl von Staaten immer mehr zu, auch außerhalb von Europa. Warum? Warum entsteht dann plötzlich so viel an Staatlichkeit? Und funktioniert die dann auch wirklich so gut wie der Staat im Ursprungsland des Staates, nämlich in Europa? Das werden wir näher ansehen. Im Moment genüge ein Überblick. Wir haben auf der Welt ungefähr so 190 bis 200 Staaten. Durch Unabhängigkeitserklärung, Staatszerfall und so weiter ändert sich das immer wieder, aber die genauen Zahlen tun eigentlich nicht zur Sache. Merken Sie sich, wir haben ungefähr 190 bis 200 Staaten auf der Welt, auch je nachdem, wie man das klassifiziert. Und wenn man die Staaten nun ihrerseits gliedert, dann haben wir die Zahlen, die ich Ihnen jetzt gleich zeige. Seien Sie auch da nicht zu Zahlen gläubisch. Wenn irgendwo 32 steht, es könnte genauso gut 35 oder 30 dort stehen. Es ist eine Frage, wo man die Grenzlinien zieht. Und für die Grenzlinien gibt es immer bessere oder schlechtere Gründe. Und damit wollen wir uns nicht aufhalten. Das Grundbild ist, wir haben ungefähr unter diesen 100,
90 Staaten, nicht mehr als gut 30 wirklich hochentwickelte Staaten, die die ganze Palette an öffentlichen Gütern ziemlich verlässlich produzieren. Das sind meistens die sogenannten westlichen Demokratien, aber auch einige Diktaturen wie Singapur, was eindeutig eine Diktatur ist, gehören dazu. Südkorea ist von diktatorischen Zuständen auch noch nicht so furchtbar lange und so furchtbar weit entfernt. Wir haben 29 postkommunistische Staaten, also Staaten, die aus der Zerfallsmasse der Sowjetunion und ihres Imperiums hervorgegangen sind, in Osteuropa, in Zentralasien insbesondere. Wir haben noch 5 in Anführungsstrichen kommunistische Staaten, was immer Kommunismus da noch inhaltlich bedeuten will. Im Fall von China, Laos, Vietnam, Nordkorea, der ehemaligen Volksrepublik Kuba, was immer das heißen will, es sind auf alle Fälle Diktaturen. China in einer sehr interessanten Art eine Diktatur. Wir haben ungefähr 30 neue Industriestaaten, die sozusagen sich auf den Weg gemacht haben oder glauben, auf dem Weg zu sein, sowas wie die westlichen Staaten zu werden, mit funktionierender Wirtschaft und dann vielleicht Zivilgesellschaft und demokratischen Strukturen, Schwellenländern, wo unsere Hoffnung sagt, die sind an der Schwelle zum Durchbruch, zum eigentlich Guten, nämlich wie wir sind. Die reichen von Indien über Mexiko, Taiwan und Brasilien bis in die Türkei, wobei wir bei der Türkei uns jetzt fragen, wohin ist das jetzt ein Schwellenland, was ist jenseits der Schwellen, die dann im April und Mai gezogen werden. Wir haben 55 Länder, die man konventionell Entwicklungsländer nennt, also Länder, die sich entwickeln, die von einem Zustand, der war und der nicht gut ist, zu einem Zustand übergehen, der zwar noch nicht da ist, der aber gut sein wird und wo man denen Hilfe gibt und auch schuldet. Und wenn das nicht richtig funktioniert, sind bestimmt irgendwelche Erblasten aus der kolonialen Vergangenheit schuld dran oder auch nicht. Diese reichen von Guatemala über Ägypten bis zu Papua-Neuguinea. Und wir haben so an die 40 Staaten, wo man sich fragt, sind das wirklich Staaten? Das ist am Rand von Staatlichkeit, sind fragile Staaten, marginale Staaten, scheiternde Staaten, schon gescheiterte Staaten. Und hier stehen wieder einige Beispiele. Und mit all diesen unterschiedlichen Ausprägungsformen von Staatlichkeit werden wir uns sehr intensiv befassen. Bevor wir uns darauf auf den Weg machen, wollen wir auf einige historische Tatsachen blicken. Und da halten Sie bitte folgenden Satz von Cicero, der zunächst erstaunlich klingt, im Gedächtnis. Der Satz von Cicero lautet: Wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verurteilt, auf immer ein Kind zu bleiben. Was ist damit gemeint? Was ist kindische Weltsicht? Kindische Weltsicht ist das Gefühl von aha, so ist es. So finde ich die Umstände vor, so sind sie. Viele Kinder tun sich schwer mit der Vorstellung, dass ihre Eltern ein Leben gehabt hätten, bevor es sie gab. Und viele Menschen tun sich schwer mit der Vorstellung, dass es Relevantes an Gegenwarten gab, bevor die eigene Gegenwart da war. Viele Menschen haben das Grundgefühl, so richtig interessant ist nur die eigene Gegenwart, alles andere ist Geschichte. Ja, wen interessiert denn das Zeug noch aus dem Deutschen Kaiserreich? Oder aus der Französischen Revolution oder aus den Konfessionskriegen oder aus der arabischen Expansion oder von den Römern und den Griechen, um von den alten Ägyptern und Sumerern ganz zu schweigen. Das ist doch längst vorbei. Tja, wenn Kinder zu Erwachsenen werden und eines Tages so 60, 70 Jahre sind, dann merken sie, dass jede Gegenwart, inklusive der eigenen, das Ergebnis von geschichtlichen Prozessen ist. Geschichtliche Prozesse im eigenen Leben, die auch anders hätten verlaufen können. Geschichtliche Prozesse in jenen sozialen Umständen, in denen man älter und eines Tages alt wurde. Aber man begreift dann, dass die Gegenwart eine ganz flüchtige Zeitschicht ist, die im Grunde schon vorbei ist, wenn sie reflexiv wird, wenn man über sie redet. Und dann begreift man, dass man auch die Gegenwart nur von der Geschichte her versteht. Das meint Cicero mit Erwachsenwerden. Nicht mehr kindisch das Wenige, was man selbst bislang weiß, für das Ganze zu nehmen, sondern sich geweitet zu haben für das Ganze
und die jeweilige Gegenwart lediglich als einen merkwürdigen Spezialfall oder etwas kurios Neues, was es noch nie gegeben hat, wahrzunehmen, von dem man noch nicht weiß, wie es weitergeht und weil sich Neuerungen meistens erst außerhalb der eigenen Lebensspanne weiter zu pflanzen pflegen, es auch nie wissen wird. Und wenn Sie das begriffen haben, dann könnten Sie begriffen haben, dass ein Politikwissenschaftler insbesondere dann zu einem guten Politikwissenschaftler wird, wenn ihm die Geschichte nichts Fremdes ist. Wenn er die Geschichte zu lesen vermag, wenn er die Grammatik von Geschichte versteht. Achtung, das läuft nicht hinaus auf die falsche Trivialidee, die Geschichte würde sich wiederholen. Und weil man etwas von der Geschichte kennt, wisse man, wie die Zukunft aussieht. Das ist eine sehr kindische Betrachtungsweise, die obendrein völlig falsch ist. Das Richtige ist, solange es halbwegs verfestigte Zustände gibt, kulturell, institutionell, wirtschaftlich verfestigte Zustände, entsteht innerhalb dieser Zustände eine bestimmte Funktionslogik von Wirklichkeit. Entstehen bestimmte typische Verhaltensweisen, deren Umstände und Auslöser man kennenlernen kann. Es entsteht das, was man in Bezug auf eine Sprache die Grammatik nennt. Auch Grammatik ist historisch geworden. Vor 2000 Jahren gab es keine Grammatik des Deutschen. Vor 1500 Jahren auch noch nicht. Und in 1000 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber solange etwas halbwegs verfestigt ist, gibt es eine Grammatik. Ein Gefühl dafür, was zu erwarten ist und was weniger zu erwarten ist. Ein Gefühl dafür, welche Handlungen, welche Anschlussreaktionen auslösen. Und so wenig man vorhersehen kann, was ein anderer im nächsten Satz sagen wird, so gewiss kann man sein, wenn man sich auf die Sprache verständigt hat, in der man spricht, welche grammatische Struktur der Satz haben wird. Man wird hören, wo Prädikat und Subjekt und Objekt und weitere Satzbestandteile liegen. Und dann kann man auch etwas völlig Neues, einen neuen Gedanken, eine neue Beschreibung verstehen, weil man die Struktur, in der sie sich ereignet, mit ihren neuen Inhalten kennt. Das ist die Weise von Geschichtskenntnis, die man als Sozialwissenschaftler braucht. Die Grammatik verfestigter gesellschaftlicher Zustände begreifen. Das ist die besondere Grammatik von spezifischen politischen Systemen. Das ist die allgemeine Grammatik überhaupt von verfestigten Strukturen, die wir Staaten nennen. Und das ist all dem vorausliegend die Grammatik menschlichen Verhaltens, sozusagen die Software, das Betriebssystem, mit dem wir geliefert werden und welches uns die Evolutionsforschung inzwischen gut aufgeschlüsselt hat. Blicken wir in dieser intellektuellen Erwartungshaltung auf einige historische Tatsachen. Historische Tatsache Nummer 1: Staatlichkeit ist eine Ausnahmeform politischer Ordnung. Unsere Spezies gibt es seit ungefähr 6-7 Millionen Jahren, als Spezies überhaupt, unseren Menschentyp, unseren modernen Menschentyp, seit ungefähr 200.000 Jahren, unseren ganz modernen Menschentyp, Homo sapiens sapiens, gibt es seit ungefähr 40.000 Jahren. Und Spuren von Staatlichkeit haben wir seit ungefähr 10.000 Jahren. Schriftliche Überlieferungen, die es uns erlauben, jenseits unserer Interpretationen mit den Augen der von uns Beforschten selbst auf ihre Umstände zu blicken, haben wir seit wesentlich kürzerer Zeit. Seit 6.000 Jahren, seit 1.000 Jahren, seit 2.000 Jahren, abhängig von der jeweiligen Kultur. Alles, was wir hier sehen in Bezug auf die lange Geschichte unserer Spezies, ist, dass Staaten etwas Seltenes sind, dass sie erst sehr spät auftauchen und dass sie nur an vergleichsweise wenigen Stellen der Welt auftauchen. Dass bis zur Gegenwart nie die ganze Erde von Staaten überzogen war. Das ist die erste wesentliche Einsicht. Staat ist nichts Natürliches. Und warum das so ist, werden wir in der nächsten Stunde sehen, wenn wir uns mit den Vorzügen und Kosten von Staatlichkeit befassen.
Zu den historischen Tatsachen gehört so dann das viel häufiger Vorkommen ausgedehnte staatenlose Räume, wo es instabile Gruppengefüge gibt, clanartig meistens, Sippen mit persönlichen Gefolgschaftsverhältnissen, Gründen auf persönlicher Herrschaft. Und meistens entstehen diese auf längere Frist und halten sich auf längere Frist im Umfeld von schon vorhandenen Staaten, die sozusagen einen gewissen Export an Verlässlichkeit bewerkstelligen. Wo die fehlen, fehlt uns meistens auch die Kunde über das, was sie an politischer Strukturbildung getan hat. Und nicht selten finden wir eben die schon kurz angesprochenen Übergangszustände zwischen autonomen Stammesstrukturen, wo Gefolgschaftsverhältnisse persönliche Herrschaft obwalten und es eine lose Oberherrschaft, eine Hegemonialgewalt gibt. So war es an der Peripherie sämtlicher antiker Großreiche, so war es in großen Teilen unseres Kontinents zwischen der Völkerwanderung, 6. Jahrhundert mit jahrhundertelangen Vorläufern, bis zur Entstehung der modernen politischen Konfigurationen im Spätmittelalter, so war es in Afrika in den ersten gut zwei Jahrhunderten des Kolonialismus, wobei es vor der Kolonialzeit zwar Inseln von Staatlichkeit gab, über die wir wissen, das Reich von Timbuktu, das Reich von Groß-Zimbabwe, oder das Reich von Benin, über das dann die westlichen Mächte, als sie hinkamen, ganz erstaunt waren, weil sie eine Lebensqualität auf europäischem Niveau vorfanden, als die Portugiesen da nach Benin kamen und die Sachen dort erlebten. Aber außerhalb dessen ist nach all dem, was wir wissen, und die Überlieferung ist nicht so sonderlich dicht, mit weitgehenden staatenlosen Bereichen zu rechnen. Obendrein ist es so, dass die meisten Staaten, die je existiert haben, autoritäre Diktaturen gewesen sind und keine freiheitlichen Staaten. Warum das so ist, wissen Sie aus dem Einführungskurs Politische Systeme. Die Antwort lautet kurz gefasst: weil autoritäre politische Systeme relativ anspruchslos sind. Es reicht in der Regel verlässlich ausgeübte Macht, um sie aufrechtzuerhalten. Und eine Mischung aus Machtausübung und öffentlichen Gütern wie Sicherheit und Wohlfahrt, die produziert werden, macht solche Staaten ziemlich stabil. Sie lassen sich über Zuckerbrot und Peitsche stabilisieren, was bei freiheitlichen Staaten nicht der Fall ist. Deswegen sind ohnehin Staaten eine große Ausnahme. Aber die noch größere Ausnahme sind freiheitliche Staaten. Und es ist nachgerade ein Wunderwerk, dass es seit einigen Jahrzehnten, ja fast seit einem Jahrhundert und ein wenig mehr, an vielen Stellen der Erde gelungen ist, freiheitliche Staaten gegründet auf Demokratie aufrechtzuerhalten. Vergessen Sie während des ganzen Verlaufs der Vorlesung nie diesen Ausnahmecharakter von demokratischen Staaten, diese völlige Seltenheit. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, warum Staaten selbst Ausnahmen sind, weil sie zwar viele Vorteile haben, aber eben auch sehr teuer sind. In diesem Sinne, gutes Verdauen dessen, worum es heute ging.